Was wollte ich Gülle grubbern? Ach ja. Das machen wir. Ich mache jetzt Gülle grubbern. Jetzt holen wir. Pass auf, jetzt holen wir eine Wagenladung. Wie viele Frontgewichte will ich mir noch kaufen? Ist jetzt hier eigentlich die Preisfrage. Jetzt machen wir eine Wagenladung Klee und dann noch Gülle grubbern. Oder machen wir Gülle grubbern gleich? Ich will aufs Feld damit, nicht auf die Wiese. Wieso habe ich hier eigentlich keinen 5-Meter-Schlauch? Das habe ich mich schon letztens gefragt. So, mit dem KW-Kofass. Müssen wir das Gestänge runter machen? Hoppala. Rührwerk abgefahren. Mit diese Kacklenkachsen. So, schauen wir mal, ob ich jetzt hier. Du? Lol. Geht doch. Öffnen. Und öffnen. Und pumpen. Ja, Mann. Füll an, dein Trichter. Oh, Umzug im Großen und Ganzen abgeschlossen. Sehr schön. Aber dass du natürlich da ein bisschen am Ass bist, verstehe ich auch. Aber freut mich, dass du vorbeischaust. Ehrt mich sehr. Oh mein Gott, das ist einfach so geil, weil jetzt der Tag wieder... Wenn ich gerade aus dem Fenster gucke. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn die Tage wieder länger werden. Und man da tatsächlich wieder länger Tageslicht hat. Das wollte ich eigentlich sagen damit. So ganz random. Aber ja, Sunshine, freut mich. Darf ich fragen, wo ungefähr, von wo nach wohin umgezogen bist, wenn du das sagen willst? Oder wenn nicht öffentlich, dann freue ich mich natürlich, wenn du im Privaten da mal ein bisschen so ein Nähkästchen plauderst. Ja, die Pumpmenge oder Geschwindigkeit ist okay. Was haben wir da eingesteckt gehabt? Also für das volle Fass 1,5 Minuten. Man könnte es vielleicht noch einen Ticken höher machen. Aber das ist jetzt hier wirklich, wie soll ich sagen? Hoppala. Schieber normalerweise zuerst zumachen und pullert hier raus. Ja. Weil das ganz vor dem Schlepper noch sicher mehr oder ein größeres Fass hängt. Ah, okay. Das ist aber sapperlot. Das ist ein Stück. Das ist ein Stück. So. Natürlich wieder ganz schlau meinerseits. So, das fällt ja auch einfach runter. 500 Kilometer, ja, das ist... Das ist schon trotzdem, es ist trotzdem ein Stück, das muss man einfach so sagen. So. Aber ja, ganz klar, dass man da natürlich mehr als einmal hin und her fährt, würde ich fast behaupten. So, Güllegruber ist dran. Ausbringmenge muss ich ja reduzieren hier, oder wie ist denn das? Das muss man gleichsetzen. Aber das ist schon hier ein langes Gespann. Ja. Der Bot hat echt keinen Bock auf dich, oder Robert? Robert hier schon wieder Liste reingeschickt. Ich kann es gleich im Vorhinein sagen. Ich bin raus. Ach so, nee, die Liftachse baue ich jetzt hier eigentlich ja nicht. Der Bot betreibt Bullshaming. Aber heute ist er echt nicht in Gönnermodus. Ich denke, der ist einfach pisst, weil er vom Matze abgezogen wurde. Kapi. So, hier. Jawollo. Gülle grubbern. Ist das schön. Habe ich da einen Kurs? Da werden wir mit GPS herbei. Also fahren wir mal außen rum. Macht man das? Vorgewende als Nachgewende. Lol. Ich muss echt. Jetzt muss ich mal schauen. Warte mal. Aber da. Ich bin jetzt was auf Feld 5. Feld 5. 6 Meter. Da habe ich sogar einen Kurs, Junge. Wie ist denn der eingestellt, der Kurs? Linien an. Feld 5 bin ich, ja. Oha, guck.
Das passt ja sogar fast. Fast direkt. Boah. Boah, das ist so blöd gemacht mit... Dass er da immer voll einschlägt, das ist ein bisschen... doof. Das ist echt diskriminierend, ja. In der heutigen Zeit ist alles diskriminierend, merkt euch das. Am besten, man sagt einfach gar nichts mehr. Dann ist man immer fein raus aus der Nummer. Mit so einem langen Gespann, da kann er nicht umgehen, der Bruder. Wie macht man das eigentlich tatsächlich in real beim Güllegrubbern? Jetzt mal ohne Scheiß gefragt. Also so wie hier jetzt gerade, jetzt hätte ich so ein riesiges, wenn man hier links, rechts guckt, ja, so ein riesiges Vorgewände. Ist das normal? Schon, ne? Weil wenn ich so wie hier durch Bäume begrenzt bin, muss ich halt einfach aufhören. Was willst du da noch machen? So, es ist einfach so, hätte ich gesagt, oder? Was willst du da sonst machen? Man könnte die Bäume fällen. Aha! IQ Level 9000, oder wie? Jo, passt. Schneiden wir es einfach um. Easy. Jetzt wollte ich sagen, darauf trinke ich nochmal, aber gefühlt ist die Flasche leer. Alkohol. Ich müsste dann trotzdem jetzt hier um den Wendekreis... Wie sagt man da, dass ich da effizient bin, um nicht 15 Mal vor- und zurückzuschieben, auch jede zweite Spur nur nehmen? Oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Weil in Real will man ja auch eigentlich durch, mit einem Zug umdrehen und nicht hier vorwärts, rückwärts, da dies, das, ne? Also, zumindest wäre das für mich die logische Erklärung, um zu sagen, ich bin da effizient am Arbeiten oder und was man das auch immer einstuft. Okay, in der dritten, vierten... Ich muss ehrlich gestehen. Okay, wie es sich halt eben mit dem Wenderadius ausgeht. Ja, das leuchtet mir ein. Ich muss aber. Jetzt habe ich wieder. Es lief der Server so gut. So ein geiles Produkt. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie auf. Also bei uns das irgendwie total unüblich ist, mit GPS zu arbeiten. Aber ich würde das von technischen Seite tatsächlich. Richtig schwer interessieren, das mal zu sehen auf einem Schlepper, wie da diese GPS-Daten, ja, wie man das als Fahrer eingibt, wie das dann da auch bedient wird, das Ganze drumherum eben, wie dann der Traktor das ausrechnet. So wie hier, ja, eingeschlagen und jetzt bin ich wieder in der Spur, zack, aktiviert und rein in den Aal. Ja. Aber bei uns ist halt einfach von den Flächengrößen her so, dass es sich eigentlich nicht, ich will nicht sagen, nicht rentiert. Ich meine, ich könnte euch tatsächlich ein Foto vom Nachbarn, der hat die Tage Mist gestreut. Könnt ihr tatsächlich mal ein Foto machen, wie der Mist gestreut hat auf der Wiese. Ich hoffe, man sieht es nochmal. Es hat letztens ein bisschen geregnet und geschnien auch nochmal. Jetzt weiß ich nicht, ob man es noch sieht. Aber das ist halt was, wo ich mir denke, das ist einfach so am Düngethema vorbei, wenn ich so un... Also, der hat da gefühlt einfach nur eine Bahn so halb hingemacht, weißt du, so total, wie soll ich das beschreiben? Ich mache euch ein Foto, ich schicke es in Discord, nicht weil ich ihn kritisieren will mit seiner Arbeit, einfach weil es mich interessiert, ob das ergibt in meinen Augen absolut keinen Sinn, so zu arbeiten. Was will ich damit sagen? So schiebe ich dann trotzdem wieder zurück. Aber Güllemenge brauche ich da jetzt schon. Nicht zu wenig. Wo war das hier mit dem Rechner? Ah, hier. Feld 5. 66.900 Liter Gülle.
Voila. Aber jetzt noch eine andere Frage, so komplett random mit drin. Würde es eigentlich Sinn machen, dass man tatsächlich mal hergeht und einfach so einen Stream in komplett zum Nachansehen auf YouTube hochlädt? Oder juckt das meins keine Sau? Eigentlich juckt es niemanden, oder? Oder wer guckt sich das denn tatsächlich an? Nur jetzt mal so als Überlegung. Das denke ich auch, dass... Also würde schon aufgrund eben des Drop-Vlogs vom Freitag... Ich mache mir da schon echt auch Gedanken. Also schon die ganze Zeit über, wie ich das irgendwie handle. Ach komm, leck mich doch am Arsch mit deinem verschissenen Gelege hier. Warte mal, ich probiere jetzt mal was anderes. Wahrscheinlich eher nicht, das denke ich mir. Also ich wollte nur wissen, wie ihr dazu denkt, weil ich genau so sehe ich das nämlich auch. Es ist... Also, blöd gesagt, habe ich es eh richtig eingeschätzt. Gülle gespannt. Weil haben wir einen perfekten Fotowinkel. Ist das ein guter Winkel? Oder so? Sieht das geil aus? Kommen die ganzen Werkzeuge. Das ist so dumm. So ein bisschen auf Model. Ja, ich verstehe es total, dass man da gleich wieder weiter setzt, weil einfach für YouTube ist halt einfach, das ist nicht mehr irgendwie, glaube ich, nicht mehr das, was die Leute sehen wollen. Weil eigentlich wollen die Leute am besten geht doch einfach, so blöd es klingt, aber Reactions. Das ist das, was funktioniert momentan, finde ich. Also von den Streamern wie Inscope, unsympathisch etc., die halt, wenn sie was auf YouTube hochladen, streamen Geschichten, dann halt echt nur Zusammenschnitte bei Reactions. Aber die zocken halt auch oft. Wenn dann nur Ausschnitte, wenn irgendwo was passiert ist oder irgendwie was Lustiges am Start war. Aber sonst gibt's von denen ja eigentlich auch nichts, was sowas angeht. Ja, also wenn man tatsächlich von Gaming-Content von Twitch eben etwas auf YouTube hochlädt, dann musst du es cutten. 100 Pro. Also es ist, blöd gesagt, sogar gar nicht mal, ich sage es mal vorsichtig, so viel Aufwand, je nachdem in welcher Schnitttechnik du das machst. Aber wenn du es nur klassisch schneidest mit Jump Cuts, dann ist sowas wie hier bei mir sogar im Verhältnis relativ schnell geschnitten. Also du musst dir halt fix so 2 Stunden, wenn so wie bei mir der Stream lang ist, das musst du mal mindestens als Schnittzeit einplanen, weil das komplette Video durchgucken musst. Aber wenn du ein bisschen findiger Typ bist, und dir einfach in die Audio Wave anguckst, dann cuttest einfach genau die Stellen mal raus, wo halt eben nichts in der Audiospur, weißt du, wie ich meine? Also Hintergrundmusik ist ja immer in der Waveform so groß und Moderation so groß, ne? Ja, das ist schon klar. Also das ist zum Beispiel so ein Trick, den ich schon ein paar Mal jetzt bei mir selber angewandt habe, weil der Spaß ist extrem viel Zeit. Wenn ich sage, ich nehme die komplette 2-Stunden-Datei und sehe mir die komplett an, muss ich aber mindestens 2 Stunden einplanen. Dann hast du immer Stop, Cut, Play, dann ein paar Stellen schaust du dir 2-mal, 3-mal an, weil irgendwo was Verspreche oder wie auch drin ist. Dann hast du halt da schnell mal 3 Stunden im Schnitt verbracht. Ich meine, jeder Cutter würde sagen, wo ist dein scheiß Problem, aber das Ding ist, ein Cutter wird vielleicht dafür bezahlt oder sollte so ein Leon oder wie sie ja alle heißen, die Großen mit Material für YouTube versorgen. Die sind das gewohnt. Ja, genau. Also, oder auch einfach nur auf Tätigkeit beschränken. So wie jetzt hier im Stream meine erste richtige Tätigkeit, Güllegrubbern, ja. Und das ganze Güllegrubbern einfach nochmal zusammenpressen. Das sollte dann einfach so ein circa, hey, wie du schreibst, Robert, so ein 10-15 Minuten Video ergeben. Es ist echt faszinierend eigentlich, es ist zwar jetzt der Vergleich ein bisschen hart, aber dass so ein
XXL-Farmprojekt oder wie das bei Ansgar, also Nordrhein-TV heißt, tatsächlich so gut funktioniert, obwohl die Videos echt lange sind, meiner Meinung nach. Ist eh faszinierend eigentlich. Bei was sind aber eben die Folgen? Zwischen 20, 25 Minuten irgend sowas? Manchmal etwas kürzer. Wie lange bin ich denn dann schon leer? Fast. Hätte keiner was gesagt. Sad. Vor lauter Quatschen hier hinten. Man kennt ihn. War mal auftanken. Ja, du bist leer. Danke für den Hinweis. Da hinten waren wir schon leer. Uff. Da braucht man Krawalllichter. Da war mal leer. Man hört es normalerweise anhand der... Ja. Ich halt nicht.